Attacke. Oktober 1995. Killerbienen im Anflug auf Apache Junction, Arizona. Mary Williams ist das erste Opfer. Verzweifelt versucht die Frau aus ihrem Garten zu entkommen. In Panik geraten, kann sie das Tor nicht öffnen. Die Bienen greifen an und stechen zu. Endlich löst sich das Schloss. Die Schmerzen sind unerträglich. Mary Williams versucht, die Straße zu erreichen und stürzt. Nachbarn haben die Feuerwehr alarmiert, trauen sich aber nicht, selbst zu helfen. Die Profi-Retter finden die hilflose Frau in bedrohlichem Zustand vor. Auf die wütenden Insekten sind sie nicht vorbereitet. Kaum vor Ort geraten die Männer ebenfalls ins Visier der aggressiven Bienen. Unter Einsatz ihres Lebens dringen sie zu Mary Williams vor. Zur Verteidigung steht ihnen nur ein Mittel zur Verfügung. Wasser. Ärztliche Hilfe ist dringend erforderlich. Bei den Höllenqualen und der gewaltigen Giftmenge drohen der Patientin ein schwerer Schock und erhebliche physiologische Komplikationen. Während Mary Williams geborgen und mit dem Rettungshubschrauber ins nächste Hospital geflogen wird, greifen die Killerinsekten jeden an, der in ihre Nähe kommt. Das Gebiet wird großräumig abgeriegelt. Kinder müssen in ihren Schulräumen bleiben, bis die letzte Biene getötet ist. Inzwischen hat sich der Zustand von Mary Williams verschlechtert. Ihre Nichte Betty Crispin erinnert sich. Ihr ganzer Körper war mit Stichen bedeckt. Im Krankenhaus musste sie sich übergeben und sie erbrach Bienen, die sie geschluckt hatte, während sie um Hilfe rief. Mary Williams hat mehr als 1000 Stiche davongetragen. Sie lebte noch 4 oder 5 Tage und wir hatten gehofft, dass sie es schafft. Aber das viele Gift hatte alle Körperfunktionen lahmgelegt. Der Angriff auf Mary Williams bleibt kein Einzelfall. In den folgenden Jahren sind die Feuerwehrmänner von Apache Junction fast täglich im Einsatz, um die Nestbauten der todbringenden Bienen zu zerstören. Die gefährlichen Hautflügler stammen von afrikanischen Honigbienen ab. Äußerlich kaum von friedlicheren Völkern zu unterscheiden, verteidigen sie ihre Nester mit schärfster Aggressivität. Sie sind das Ergebnis eines Experimentes, das vor über 40 Jahren in Brasilien am Rande des Urwaldes begann. Für den Versuch verantwortlich ist Warwick Kerr, ein brasilianischer Genetiker und führender Bienenexperte. Ziel des damaligen Vorhabens, eine Biene zu züchten, die einen höheren Honigertrag produziert. Seit seinem 8. Lebensjahr ist Warwick Kerr von den nützlichen Insekten fasziniert. Noch heute studiert er das Verhalten einiger Arten. Die stachellosen Bienen Südamerikas liefern nur wenig Honig. Durch Einkreuzung anderer Völker sollte die Ausbeute gesteigert werden. Allerdings sammeln nicht alle der weltweit 20.000 Spezies Honig. Wir hatten nur 3 Arten, die sich gut für die Honigproduktion eigneten. Aber der Ertrag war nicht sehr groß. In Südamerika sammelten die Indios den Honig wildlebender Bienenvölker und begnügten sich mit der kargen Ausbeute. Doch die spanischen Siedler hatten höhere Ansprüche. Sie führten im 16. Jahrhundert Honigbienen aus ihrer Heimat ein. Diese Bienen lieferten mehr Honig, allerdings stachen sie auch. Die Indios nannten sie die Fliegen des weißen Mannes.
Die europäische Honigbiene war zwar leicht zu züchten, konnte sich jedoch nur schwer an das tropische Klima anpassen. Viele Tiere starben während der Trockenperioden. Die Honigerträge schwankten stark. Die fleißigsten Immen der Welt leben im südlichen Afrika. Sie produzieren 5-mal so viel Honig wie ihre europäischen Verwandten. Die Einheimischen rauben die süße Schleckerei nach jahrtausendealten Methoden aus den Baumbauen der äußerst stechfreudigen Sammlerinnen. Es wäre glatter Selbstmord, sich ohne Rauch einem Nest zu nähern. Er ist für die Bienen ein Alarmsignal, lenkt sie aber trotzdem von den Menschen ab. Der qualmende Ball aus Elefantenmist täuscht dem Volk einen Buschbrand vor. Sofort versuchen die Arbeiterinnen, den wertvollen Honigvorrat zu retten. Die Bienen beginnen, die süße Energiereserve zu fressen. Doch mit vollem Bauch kämpfen sie nicht so gerne, zumal sie das Nest eigentlich schon aufgegeben haben. Der richtige Moment, in die Höhle der Giftspritzen zu greifen. ...1956 bereist Warwick Kerr im Auftrag seiner Regierung den Süden Afrikas. Er besucht Imker und wählt Königinnen der produktivsten Völker aus. Ich fuhr nach Kapstadt und Pretoria, nach Angola und nach Johannesburg und nahm zwischen 120 und 140 Königinnen mit. Warwick Kerr ist zwar erfolgreich, doch das aggressive Verhalten der Bienen bereitet ihm Kopfzerbrechen. Zurück in Brasilien mit 54 Königinnen im Gepäck, die den Transport überlebt haben, teilt der Experte seine Bedenken der Regierung mit. Als ich erzählte, dass sie aggressiv seien, erwiderte der Regierungsbeamte, dass wir solche wilden Bienen nirgendwo halten könnten und fragte mich, ob wir sie besser töten sollten. Ich antwortete, sie haben mich gebeten, sie hierher zu holen, also entscheiden sie auch. Warwick Kerr schlägt ein gewagtes Experiment vor. Er will die Angriffslust aus den Bienen durch Einkreuzen europäischer Bienen herauszüchten. Er hofft, eine sanftmütige Bienenart mit hoher Produktionsleistung zu erhalten. Ort des Versuches, ein Imkergelände in der Nähe von Sao Paulo. Die 54 Königinnen aus Afrika sind in vorbereiteten Bienenstöcken untergebracht. Solange eine Königin ihr Volk allein beherrscht, verlässt sie den Stock nicht. Wenn jedoch in speziellen Waben junge Königinnen herangewachsen sind, schwärmt die alte Regentin mit einem Teil der Arbeiterinnen aus, um einen neuen Staat zu gründen. Um das Entweichen der afrikanischen Bienenherrscherinnen zu verhindern, sind die Stockeingänge mit Gittern versehen. Die Zwischenräume lassen die Arbeiterinnen hindurch, verwehren jedoch der wesentlich größeren Königin die Passage. 9 Monate lang geht alles gut. Während die fleißigen Honigsammlerinnen ihrem Ruf alle Ehre machen, versucht Warwick Kerr, afrikanische und europäische Bienen zu kreuzen. Doch an einem Nachmittag im Oktober 1957 nimmt die Katastrophe ihren Lauf. Ein Mitarbeiter des zuständigen Imkers macht einen Kontrollgang auf dem Gelände. In dem Glauben, die Absperrvorrichtungen seien vergessen worden, nimmt er die Gitter ab. Ein Flugloch nach dem anderen wird frei. Und kurze Zeit später fliegen 26 afrikanische Bienenschwärme in Richtung Dschungel davon. Zunächst begreift niemand die Tragweite des Geschehens. Die folgenden Jahre vergehen ohne bekannt gewordene Zwischenfälle.
Die afrikanischen Bienen finden sich in ihrer neuen Heimat gut zurecht. Tropisches Klima wie zu Hause, üppige Vegetation und kaum natürliche Feinde. Einfach ideal, um sich ungestört vermehren zu können. Warwick Kerr tritt indes mit seiner Arbeit auf der Stelle. Sein Freund, der amerikanische Entomologe Charles Michener, erinnert sich, wie Kerr reagiert, als ihm die Folgen seines Experimentes klar werden. Professor Kerr war sehr bestürzt, nachdem die Bienen sich nicht so mit anderen Arten vermischt hatten, wie er gehofft hatte. Er wusste, dass die afrikanischen Bienen zum Problem werden könnten. 1965 geraten die Bienen erstmals in die Schlagzeilen. In einem Geschäftsviertel von Rio de Janeiro greifen sie an, als sie von einem Ahnungslosen in ihrem Nest gestört werden. Mehr als 60 Menschen werden gestochen. Auch aus anderen Landesteilen werden Bienenangriffe gemeldet. José Ferro aus Recife ist das erste Opfer, das an den Stichen eines ganzen Schwarmes stirbt. Ich fühlte mich furchtbar. Besonders die Zeit zwischen 1967 und 1970 war schrecklich. Er sagte, dass er daran gedacht habe, sich wegen der entsetzlichen Auswirkungen umzubringen. Die Bienen töteten Menschen und Tiere und breiteten sich über Brasilien aus. Es war schlimm. Die afrikanischen Bienen kreuzen sich inzwischen auch mit Zuchtbienen. Besonders gefährlich für brasilianische Imker wie Manuel Tavares. 1966 begannen sich die Völker in meinen Stöcken zu verändern. Auf normale Handhabungen reagierten die Bienen allmählich sehr viel aggressiver. Jetzt interessieren sich auch die Medien für die Killerbienen. Anfang der 70er Jahre kommen Reporter eines amerikanischen Senders nach Brasilien. Das Team versucht, die reizbaren Insekten zu filmen und wird prompt attackiert. Aaron Fierce wird so heftig gestochen, dass er seine teure Kamera nicht mehr halten kann. Schließlich muss er sich in ärztliche Behandlung begeben. Die afrikanischen Bienen lösten in kleineren Imkereien Panik aus. Viele Imker verbrannten oder zerstörten ihre Stöcke. 60% der Züchter geben die Bienenhaltung auf. Die meisten müssen Beschwerden erboster Nachbarn über unzumutbare Gefährdungen und Stichverletzungen nachgeben. Mit alarmierender Geschwindigkeit breiten sich die afrikanisierten Bienen von Sao Paulo in nördlicher Richtung aus. 1971 überqueren sie den Amazonas. Bereits 4 Jahre später erreichen die summenden Geschwader Französisch-Guayana. Unaufhaltsam dringen die Schwärme vor. Allmählich werden die Imker in den Vereinigten Staaten nervös. Die US-Amerikaner befürchten, dass auch ihre Stöcke von aggressiven Völkern heimgesucht werden könnten. Die Wanderimker im Süden der USA sehen sich als erste betroffen. Sie ziehen mit ihren Bienenvölkern kreuz und quer durch das Land. Dabei leisten die fliegenden Haustiere einen wichtigen Beitrag, vor allem zum Obstbau. Auf großen LKWs stehen Stöcke mit rund 4 Millionen Bienen. Wenn sie ausschwärmen, um Nektar zu sammeln, erfüllen sie nebenbei noch eine ganz andere Aufgabe. Sie bestäuben die Blüten. Wenn aggressive Bienen in den weiten Anbaugebieten bekämpft werden müssten, wäre das ein Schlag für die gesamte Landwirtschaft. Ein Drittel der in den USA angebauten Nahrungsmittel ist von der Bestäubung durch Bienen abhängig. Angesichts der drohenden Gefahr fordern Landwirte und Imker die Regierung auf, Maßnahmen zu ergreifen.
Daraufhin nehmen US-Wissenschaftler 1975 die afrikanisierten Honigbienen erstmals genauer unter die Lupe. Wenn halbe Völker in den Bäumen hängen, sind sie auf der Suche nach einer neuen Heimat. Von schwärmenden Bienen geht nur geringe Gefahr aus, denn sie haben kein Nest zu verteidigen. Die Forscher nutzen die günstigen Augenblicke, um einige Völker einzufangen. Freie Schwärme verraten, dass in ihren alten Nestern neue Königinnen vor dem Schlupf stehen. 2 bis 4 Wochen vor dem Ausschwärmen bekommen Larven in den sogenannten Königinnen- oder Weiselzellen einen speziellen Saft zugeführt, das Gelée Royale. Nur durch das spezielle Futter können sich Königinnen entwickeln. Eine von ihnen wird den verbliebenen Reststaat übernehmen und die königlichen Schwestern töten. Die Arbeitsbienen um die alte Herrscherin nehmen vor ihrem Flug reichlich Honig aus dem Vorrat des Stockes mit, als Reiseproviant. Nach dem Auftanken machen sich die Helferinnen gemeinsam mit ihrer Königin auf den Weg, um einen neuen Lebensraum zu erobern. Die hohe Vermehrungsrate überrascht selbst den Leiter des Forschungsteams, Chip Taylor. Sie bildeten eine gewaltige Anzahl von Schwärmen mit hoher Überlebensrate. Aus 1.000 Staaten am Anfang eines Jahres wurden bis zum Jahresende 16.000 bis 22.000 Kolonien. Chip Taylor findet heraus, dass afrikanisierte Bienen 4 bis 5 Mal pro Jahr ausschwärmen. Europäische Immen verlassen nur einmal im Jahr ihren Staat. Die Anzahl der Killerbienen steigt und steigt. In manchen Gebieten werden mehr als 100 Nester auf einem Quadratkilometer gefunden. Südamerika erweist sich als Dorado für die Nektarsammler aus Afrika. Die Wissenschaftler messen vor allem den Ähnlichkeiten der beiden Klimaten große Bedeutung bei. Sie hoffen, dass eine weitere Ausbreitung nach Norden durch die Temperaturbarriere verhindert wird. 1982 erreichen die ersten Geschwader Panama. David Rubik will feststellen, ob die Wanderer aus den Tropen die eisigen Winter in den USA überleben können. Er führt an einem Institut in Panama einen Versuch durch. Die europäische Biene wendet einen Trick an, um Kälte zu überleben. Sie bildet eine Traube und erhöht ihre Körperwärme, sodass im Innern der Traube die Temperatur konstant bleibt. Von afrikanischen Bienen weiß bisher niemand, ob sie schon einmal Minustemperaturen ausgesetzt waren. David Rubik quartiert afrikanisierte Bienen in einem Kühlschrank ein. Stufenweise senkt er die Temperatur ab, um zu beobachten, ob diese Bienen auch Trauben bilden. Und tatsächlich, je kälter es wird, desto enger rücken die Probanden zusammen. Die äußeren Arbeiterinnen bilden eine Art Decke, um die inneren warm zu halten. Im Verlauf des künstlichen Winters erfrieren zwar einige Tiere, doch die Königin im Zentrum der Traube bleibt am Leben. David Rubik findet heraus, dass Killerbienen kurzzeitig minus 15 Grad Celsius überstehen können. Zu unserer Überraschung verhielt sich die afrikanisierte Biene nur geringfügig anders. Sie kann sich auch in kaltem Klima sehr gut verbreiten und würde bis zur Mitte der Vereinigten Staaten von Küste zu Küste überleben können. In der ersten Hälfte der 80er Jahre dringen die tödlichen Nomaden bis nach Costa Rica vor. Sommer 1986. Studenten der Universität Miami auf Exkursion in den Bergen nordwestlich von San Jose. Der angehende Botaniker Ing-Sang Ugi erreicht lange vor seiner Gruppe das Ziel. Er ahnt nicht, welche Gefahr in der abgelegenen Höhle lauert.
Meist enden Angriffe afrikanisierter Bienen nicht tödlich. Oft können die Opfer davonlaufen oder in abgeschlossenen Räumen Schutz finden. Todesfälle treten nur dann auf, wenn ein Entkommen nicht möglich ist. Der Student sieht sich in der Höhle um. Dabei bringt er ein Killerbienenvolk gegen sich auf. In Panik versucht er zu fliehen, doch die wütenden Insekten sind schneller. Es gelingt dem verzweifelten jungen Mann nicht, aus der Falle herauszukommen. Alle Rettungsversuche bleiben erfolglos. Bis zum nächsten Morgen kann sich niemand dem Höhleneingang nähern. Als der Leichnam des Studenten endlich geborgen werden kann, ist er von mehr als 8000 Stichen übersät. Die Wissenschaftler hoffen immer noch, die Aggressivität der Killerbienen würde sich durch Vermischung mit friedfertigeren Völkern allmählich legen. Mit einem Experiment will Chip Taylor ermitteln, ob europäische Drohnen an einer afrikanisierten Königin überhaupt interessiert sind. Zur Unterscheidung erhalten die europäischen Männchen eine gelbe, die afrikanisierten eine weiße Farbmarkierung. Nun müssen die Drohnen nur noch mit einer unbegatteten Königin zusammengebracht werden. Ich versuche jetzt, die Königin von den Arbeitsbienen zu trennen. Und danach werde ich die unbefruchtete Königin in eine sogenannte Paarungsröhre geben. Uns interessiert schon lange, ob die Drohnen die Königin der anderen Art anziehend finden. Sobald die Königin in der Paarungsröhre ist, werden wir die Drohnen anlocken. Das Manipulieren mit der Königin braucht Fingerspitzengefühl und viel Erfahrung. Nur etwas für Spezialisten wie Chip Taylor. Es ist ziemlich schwierig, die richtige Position der Röhre am Seil zu erreichen. Wir müssen beachten, dass die Drohnen in den Wind hineinfliegen. Die Position der Königin muss so sein, dass sich die Drohnen nähern und sich mit ihr in der Röhre paaren können. And mate with her in this tube. Am Nachmittag spannt Chip Taylor das Seil, an dem das Röhrchen mit der Bienenkönigin hängt. Nur zu dieser Tageszeit versammeln sich die Männchen zur Paarung. Die Kopulation ist unter natürlichen Bedingungen kaum zu beobachten. Sie findet ungefähr 5 Meter über dem Boden statt, bei einer Fluggeschwindigkeit von 16 Kilometern pro Stunde. Der Paarungsvorgang der europäischen Honigbiene wird erstmals 1976 in Deutschland gefilmt. Eine Drohnenwolke umschwirrt die angebundene Königin. Im Augenblick der Begattung ist am Boden ein klappendes Geräusch zu hören. Das Paarungsorgan des Männchens bleibt in der Königin zurück. Die Drohne selbst fällt zu Boden und stirbt. Während des Experimentes wird eine Königin von 6 bis 12 Drohnen begattet. Die Spermien bleiben im Samenbehälter des Weibchens jahrelang befruchtungsfähig. Das versetzt die Königin in die Lage, ununterbrochen Eier legen zu können, ohne sich nochmals paaren zu müssen. Tatsächlich wird auch die afrikanisierte Königin von mehreren Bewerbern umschwärmt. All right, we got a drone that did it. You hear the snap? They snap when they copulate. He just reverted right into that female. Chip Taylor hat das schnappende Geräusch gehört. Es deutet auf eine erfolgreiche Begattung hin. Die Drohne sitzt in der Röhre fest. Daher kann der Forscher exakt ermitteln, welcher Herkunft der Bräutigam ist. Man kann auch die Geschlechtsorgane erkennen, die fast vollständig entleert sind. Chip Taylor gelingt der Nachweis,
dass die afrikanisierte Königin auch mit europäischen Drohnen kopuliert. Doch warum behält die afrikanisierte Form ihr aggressives Verhalten bei? 1986 erreichen die Killerbienen Südmexiko. Im schmalsten Landesteil sollen sich massenweise auszusetzende europäische Bienen mit den Zuwanderern mischen. Doch die Bewilligung der Gelder dauert in Mexiko und den USA 2 Jahre. Die Todesgeschwader sind inzwischen längst durchgezogen. Weiter nördlich, an den Hängen des Sierra Madre-Gebirges, soll ein neuer Plan greifen. Das Projekt verschlingt rund 8 Millionen Dollar. Diesmal werden auch Vorbereitungen zur Vernichtung von Killerbienenstaaten getroffen. Mehr als 1000 Mitarbeiter sind im Einsatz. Um die Schwärme anzulocken, hängen Helfer 73.000 Kästen auf, die mit einem Lockstoff, einem Pheromon, versehen sind. Der grundlegende Gedanke? Da afrikanisierte Bienen häufiger schwärmen, müssten sich hauptsächlich Killerbienen darin einnisten. Ihre Tötung wäre dann ein leichtes. Außerdem werden 29.000 europäische Völker freigesetzt, immer noch in der Hoffnung, Warwick Kerrs Idee würde Wirklichkeit und das friedliche Verhalten der europäischen Bienen würde durch Kreuzung dominant. In den ausgebrachten Stöcken leben ausnahmslos europäische Drohnen. Dadurch wächst die Wahrscheinlichkeit, dass sich afrikanisierte Königinnen mit Europäern paaren. Während man in Mexiko versucht, die Flut der Killerbienen einzudämmen, haben die Imker in den USA mit einem anderen Problem zu kämpfen. Ein winziger Feind bedroht die Völker der europäischen Honigbiene. 1986 hält die Varroa-Milbe Einzug in den Vereinigten Staaten. Die Parasiten messen kaum einen Millimeter. Sie fressen Hämolymphe, das Blut der Larven und Bienen. Die Milbenepidemie zeigt verheerende Folgen. In einigen Gebieten müssen 40% der Imker Konkurs anmelden. Die Katastrophenmeldungen erreichen Mexiko. Sofort verhängen die Behörden ein Einfuhrverbot für Bienen aus den USA. Damit ist das kostspielige Anti-Killer-Bienen-Projekt in Mexiko geplatzt. Doch inzwischen ist klar, die Bienenbarriere wäre ohnehin wirkungslos geblieben. Ein unvermutetes Problem verhindert nämlich die genetische Durchmischung der beiden Bienenformen. In Tucson, Arizona, beobachtet die Biologin Gloria Hoffman im Bienenforschungslabor die Larvenentwicklung beider Unterarten. In diesem Käfig befinden sich afrikanische und europäische Drohnen. Ich sammle Samen von beiden Drohnenarten und befruchte damit künstlich europäische und afrikanische Königinnen, um genetische Mischungen zu erreichen. Um den Samen zu erhalten, muss die Biologin die Paarungsorgane aus dem Hinterleib der Drohne hervordrücken. Dann beginnt die diffizile Feinarbeit. Gloria Hoffman benötigt nur einen winzigen Tropfen für die künstliche Befruchtung. Jede Königin wird mit Sperma sowohl von europäischen als auch von afrikanisierten Drohnen befruchtet. Wenig später beginnt das große Weibchen mit der Eiablage. Innerhalb von 2 Wochen werden die Larven zu Bienenköniginnen herangezüchtet. Einige haben afrikanische, andere europäische Väter. Jede Larve entwickelt sich isoliert in einem Röhrchen.
Wir haben herausgefunden, dass die Königinnen von afrikanischen Vätern einen Tag früher als die von europäischen Vätern schlüpfen. Sie haben also eine bessere Chance, die neue Königin des Bienenstaates zu werden. Gleich nach ihrem Schlupf gibt die Königin Pheromone ab, durch die sie von den Arbeiterinnen akzeptiert wird. Ihr Duft beherrscht das gesamte Nest. Zusammen mit einer Gruppe von Arbeiterinnen spürt sie alle anderen Königinnen auf und tötet sie. Da afrikanische Königinnen immer zuerst schlüpfen, bleibt dem europäischen Bienenadel keine Chance auf den Thron. November 1990. Meldungen aus Hidalgo in Texas deuten darauf hin, dass Killerbienen die Grenzen der USA überschritten haben. Seit 1993 werden die gefährlichen Insekten auf einem abgelegenen Gelände in Arizona untersucht. Nur wenige Wissenschaftler wagen sich in die Nähe der stechwütigen Forschungsobjekte, aus gutem Grund, wie der kleine Stoffhund demonstriert. Blitzschnell greifen die Herausgeforderten an. Sie besitzen ein gutes Sehvermögen und können Vibrationen wahrnehmen. Die Attacken reißen nicht ab, solange sich der Störenfried bewegt. Die Bienen greifen bevorzugt dunkle Stellen an, wie Augen, Ohren oder Mund. Jeder helle Punkt stammt von einem Stich, Reste ausgerissener Stechapparate. Ihr gut entwickelter Geruchssinn steigert die Angriffslust der Killerbienen zusätzlich. Grund genug für Justin Schmidt, geeignete Vorkehrungen zu treffen. Er ist Experte für Duftstoffe, die einen Bienenangriff auslösen. Honeybees respond very strongly to odor. So what we're doing here is breath is the main odor. And to show how that works, we can breathe. Honigbienen reagieren stark auf Düfte. Wir können das mit dem Atem demonstrieren. Ich atme durch ein Mundstück, wie es Taucher benutzen, ein und durch einen langen Schlauch, den ich hinter mir herziehe, aus. Ich nehme jetzt den Schlauch in den Mund und gehe dort hinüber. Die Bienen können mich zwar sehen, aber sie können meinen Atem nicht riechen. Hermetisch eingepackt in einen doppellagigen Schutzanzug nähert sich Justin Schmidt dem Brutkasten der gefährlichen Giftspritzen. Solange der Forscher durch den Schlauch atmet, verhalten sich die Bienen ruhig. Entfernt er ihn, reagieren sie sofort. Sie sprechen auf das Kohlendioxid im Atem an. Wie man sieht, reagieren sie hauptsächlich auf den Atem. Andere Bewegungen erreichen nicht annähernd den gleichen Effekt. Angestachelt durch das Pheromon, das jede Biene bei jedem Stich freisetzt, gehen immer mehr Arbeiterinnen zum Angriff über. Die afrikanisierte Unterart gibt eine höhere Dosis des Dufthormons ab als die anderen Formen. Eine Ursache für die Stechorgien. Bienenstacheln besitzen einen Widerhaken, der sich in der weichen Haut von Wirbeltieren verankert. Fliegt die immer davon, reißt das Werkzeug aus. Bis 10 Minuten nach dem Einstich pumpt die abgetrennte Injektionsnadel Gift in den Körper. Werden mit dem Stachel weitere Organe herausgezogen, muss die Biene sterben.
Bienenforscher Steve Tanis versucht, die Killerbienen rund um den Flughafen von Tucson, Arizona, in Schach zu halten. Nach bewährtem Muster bringt er mit Pheromonen behandelte Fangkästen aus. Die Kontrolle erfolgt alle zwei Wochen. Durch das Verschließen des Flugloches setzt Steve Tanis das Volk fest. Da die Killerbienen nur dann gefährlich werden, wenn sie einen Stock mit Honig zu verteidigen haben, zerstört der Spezialist die Staaten, wenn sie noch sehr klein sind. Er tötet die Tiere mit Seifenlauge. Die Methode greift jedoch nur in unbebauten Gebieten. In überfüllten Städten ist es sehr schwierig und riskant, Fangkastenkontrollen in der Art durchzuführen. Auch Wanderimker wie Glenn Wackfield sehen sich inzwischen mit der zweifelhaften Faunenbereicherung Nordamerikas konfrontiert. In jedem Frühjahr fährt der Honigtracker mit seinen Völkern von Arizona bis hinauf zur kanadischen Grenze. Er braucht zwei Monate für die Tour. Unterwegs lässt er die Bienen Nektar auf Pflanzungen und Plantagen sammeln. Es dauert seine Zeit, bis die Stöcke richtig aufgestellt sind. Die Tatsache, dass afrikanisierte Königinnen in die Stöcke ihrer europäischen Verwandten eindringen und die Staaten übernehmen, macht die Wanderimker zu Gefahrguttransporteuren. Als blinde Passagiere könnten sich die Alleskiller innerhalb eines Jahres über das gesamte Land ausbreiten. In Südtexas dürfen daher keine Bienen mehr umhergefahren werden. Im nur 650 Kilometer entfernten Arizona gibt es noch keine Beschränkungen. Zu Beginn des Frühlings überprüft Glenn Wackfield seine Stöcke in der Wüste unweit von Tucson. Ein Weg, die afrikanische Linie zu bekämpfen, ist, einen Bienentyp unserer Wahl einzusetzen. Ich tausche die Königin durch eine neue aus, die aus Nordkalifornien eingeführt wurde. Nachdem ich die Königin gefunden habe, töte ich sie. Dann setze ich die neue Königin ein. Sie befindet sich in diesem Käfig, dessen Eingang mit Zucker verschlossen ist. Die Bienen können ihn durch ein kleines Loch erreichen. Der Käfig wird in den Stock gesetzt. Das ist schon alles. Der Käfig schützt die Königin vor den Arbeiterinnen, die sie sonst töten würden. Sie brauchen etwa zwei Tage, um sich durch den Zucker zu fressen. Während der Zeit gewöhnen sie sich an den Geruch der neuen Königin und akzeptieren sie. Sobald der Staat die europäische Königin angenommen hat, geht keine Gefahr mehr von ihm aus. Die Furcht vor den Killerbienen ist in den Vereinigten Staaten weit verbreitet. Doch nur wenige Angriffe endeten bisher dramatisch. In Brasilien leben die afrikanisierten Honigbienen seit über 40 Jahren. Die Menschen haben sich an sie gewöhnt. Die Viehzüchter klagen zwar immer noch über Angriffe auf ihre Tiere, doch die Zahl der Todesfälle in der Bevölkerung ist auf 2 bis 3 pro Jahr zurückgegangen. Die brasilianischen Imker arbeiten sogar mit den Killerbienen. In besonders dicker Schutzkleidung verrichten heute allerdings 2 Männer die Tätigkeiten, die früher von einem Mann erledigt wurden. Der hohe Ertrag macht die Zusatzkosten wett. Was die Produktivität betrifft, haben sich die afrikanisierten Bienen bewährt. Früher hat ein Staat rund 20 Kilo Honig im Jahr gebracht. Heute sind es 50 oder 60 Kilo.
Die Honigproduktion des größten südamerikanischen Landes hat einen ungeahnten Aufschwung erlebt. Bevor die afrikanischen Bienen in die neue Welt kamen, stand Brasilien an 27. Stelle aller honigerzeugenden Staaten. Heute nimmt es Platz 4 ein. Der Preis für das kleine Wirtschaftswunder war hoch. Mindestens 600 Menschen mussten ihr Leben lassen. In Südkalifornien angelangt, nutzen die zähen Insekten die Blütenpracht des Frühlings. Die nektarreichen Farbwunder helfen den wehrhaften Hautflüglern, einen 150 Kilometer breiten Wüstenstreifen zu überwinden und Los Angeles zu erreichen. Wie die Einwohner von Rio de Janeiro und Mexico City werden die Menschen in Los Angeles lernen müssen, mit den Killerbienen zu leben. Chip Taylor hat das schnappende Geräusch gehört. Es deutet auf eine erfolgreiche Begattung hin. Die Drohne sitzt in der Röhre fest. Daher kann der Forscher exakt ermitteln, welcher Herkunft der Bräutigam ist. Man kann auch die Geschlechtsorgane erkennen, die fast vollständig entleert sind. Chip Taylor gelingt der Nachweis, dass die afrikanisierte Königin auch mit europäischen Drohnen kopuliert. Doch warum behält die afrikanisierte Form ihr aggressives Verhalten bei? 1986 erreichen die Killerbienen Südmexiko. Im schmalsten Landesteil sollen sich massenweise auszusetzende europäische Bienen mit den Zuwanderern mischen. Doch die Bewilligung der Gelder dauert in Mexiko und den USA 2 Jahre. Die Todesgeschwader sind inzwischen längst durchgezogen. Weiter nördlich, an den Hängen des Sierra Madre-Gebirges, soll ein neuer Plan greifen. Das Projekt verschlingt rund 8 Millionen Dollar. Diesmal werden auch Vorbereitungen zur Vernichtung von Killerbienenstaaten getroffen. Mehr als 1000 Mitarbeiter sind im Einsatz. Um die Schwärme anzulocken, hängen Helfer 73.000 Kästen auf, die mit einem Lockstoff, einem Pheromon, versehen sind. Der grundlegende Gedanke? Da afrikanisierte Bienen häufiger schwärmen, müssten sich hauptsächlich Killerbienen darin einnisten. Ihre Tötung wäre dann ein leichtes. Außerdem werden 29.000 europäische Völker freigesetzt, immer noch in der Hoffnung, Warwick Kerrs Idee würde Wirklichkeit und das friedliche Verhalten der europäischen Bienen würde durch Kreuzung dominant. In den ausgebrachten Stöcken leben ausnahmslos europäische Drohnen. Dadurch wächst die Wahrscheinlichkeit, dass sich afrikanisierte Königinnen mit Europäern paaren. Während man in Mexiko versucht, die Flut der Killerbienen einzudämmen, haben die Imker in den USA mit einem anderen Problem zu kämpfen. Ein winziger Feind bedroht die Völker der europäischen Honigbiene. 1986 hält die Varroa-Milbe Einzug in den Vereinigten Staaten. Die Parasiten messen kaum einen Millimeter. Sie fressen Hämolymphe, das Blut der Larven und Bienen. Die Bienen greifen bevorzugt dunkle Stellen an, wie Augen, Ohren oder Mund. Jeder helle Punkt stammt von einem Stich. Reste ausgerissener Stechapparate. Ihr gut entwickelter Geruchssinn steigert die Angriffslust der Killerbienen zusätzlich. Grund genug für Justin Schmidt, geeignete Vorkehrungen zu treffen. Er ist Experte für Duftstoffe, die einen Bienenangriff auslösen. Honeybees respond very strongly to odor. So what we're doing here, his breath is the main odor.
Honigbienen reagieren stark auf Düfte. Wir können das mit dem Atem demonstrieren. Ich atme durch ein Mundstück, wie es Taucher benutzen, ein und durch einen langen Schlauch, den ich hinter mir herziehe, aus. Ich nehme jetzt den Schlauch in den Mund und gehe dort hinüber. Die Bienen können mich zwar sehen, aber sie können meinen Atem nicht riechen. And then I can walk up and the bees cannot detect my breath. They'll just see what I'm doing. So here we go. Hermetisch eingepackt in einen doppellagigen Schutzanzug nähert sich Justin Schmidt dem Brutkasten der gefährlichen Giftspritzen. Solange der Forscher durch den Schlauch atmet, verhalten sich die Bienen ruhig. Entfernt er ihn, reagieren sie sofort. Sie sprechen auf das Kohlendioxid im Atem an. Wie man sieht, reagieren sie hauptsächlich auf den Atem. Andere Bewegungen erreichen nicht annähernd den gleichen Effekt. Angestachelt durch das Pheromon, das jede Biene bei jedem Stich freisetzt, gehen immer mehr Arbeiterinnen zum Angriff über. Die afrikanisierte Unterart gibt eine höhere Dosis des Dufthormons ab als die anderen Formen. Eine Ursache für die Stechorgien. Bienenstacheln besitzen einen Widerhaken, der sich in der weichen Haut von Wirbeltieren verankert. Fliegt die immer davon, reißt das Werkzeug aus. Bis 10 Minuten nach dem Einstich pumpt die abgetrennte Injektionsnadel Gift in den Körper. Werden mit dem Stachel weitere Organe herausgezogen, muss die Biene sterben. Bienenforscher Steve Tannis versucht die... Ein Flugloch nach dem anderen wird frei. Und kurze Zeit später fliegen 26 afrikanische Bienenschwärme in Richtung Dschungel davon. Zunächst begreift niemand die Tragweite des Geschehens. Die folgenden Jahre vergehen ohne bekannt gewordene Zwischenfälle. Die afrikanischen Bienen finden sich in ihrer neuen Heimat gut zurecht. Tropisches Klima wie zu Hause, üppige Vegetation und kaum natürliche Feinde. Einfach ideal, um sich ungestört vermehren zu können. Warwick Kerr tritt indes mit seiner Arbeit auf der Stelle. Sein Freund, der amerikanische Entomologe Charles Michener, erinnert sich, wie Kerr reagiert, als ihm die Folgen seines Experimentes klar werden. Professor Kerr war sehr bestürzt, nachdem die Bienen sich nicht so mit anderen Arten vermischt hatten, wie er gehofft hatte. Er wusste, dass die afrikanischen Bienen zum Problem werden könnten. 1965 geraten die Bienen erstmals in die Schlagzeilen. In einem Geschäftsviertel von Rio de Janeiro greifen sie an, als sie von einem Ahnungslosen in ihrem Nest gestört werden. Mehr als 60 Menschen werden gestochen. Auch aus anderen Landesteilen werden Bienenangriffe gemeldet. José Ferro aus Recife ist das erste Opfer, das an den Stichen eines ganzen Schwarmes stirbt. Ich fühlte mich furchtbar. Besonders die Zeit zwischen 1967 und 1970 war schrecklich. Er sagte, dass er daran gedacht habe, sich wegen der entsetzlichen Auswirkungen umzubringen. Die Bienen töteten Menschen und Tiere und breiteten sich über Brasilien aus. Es war schlimm. Die afrikanischen Bienen kreuzen sich inzwischen auch mit Zuchtbienen. Besonders gefährlich für brasilianische Imker wie Manuel Tavares.
1966 begannen sich die Völker in meinen Stöcken zu verändern. Auf normale Handhabungen reagierten die Bienen allmählich sehr viel aggressiver. Jetzt interessieren sich auch die Medien für die Killerbienen. Anfang der 70er Jahre kommen Reporter eines amerikanischen Senders nach Brasilien. Das Team versucht, die reizbaren... Er sagte, dass er daran gedacht habe, sich wegen der entsetzlichen Auswirkungen umzubringen. Die Bienen töteten Menschen und Tiere und breiteten sich über Brasilien aus. Es war schlimm. Die afrikanischen Bienen kreuzen sich inzwischen auch mit Zuchtbienen. Besonders gefährlich für brasilianische Imker wie Manuel Tavares. 1966 begannen sich die Völker in meinen Stöcken zu verändern. Auf normale Handhabungen reagierten die Bienen allmählich sehr viel aggressiver. Jetzt interessieren sich auch die Medien für die Killerbienen. Anfang der 70er Jahre kommen Reporter eines amerikanischen Senders nach Brasilien. Das Team versucht, die reizbaren Insekten zu filmen und wird prompt attackiert. Aaron Fierce wird so heftig gestochen, dass er seine teure Kamera nicht mehr halten kann. Schließlich muss er sich in ärztliche Behandlung begeben. Die afrikanischen Bienen lösten in kleineren Imkereien Panik aus. Viele Imker verbrannten oder zerstörten ihre Stöcke. 60% der Züchter geben die Bienenhaltung auf. Die meisten müssen Beschwerden erboster Nachbarn über unzumutbare Gefährdungen und Stichverletzungen nachgeben. Mit alarmierender Geschwindigkeit breiten sich die afrikanisierten Bienen von Sao Paulo in nördlicher Richtung aus. 1971 überqueren sie den Amazonas. Bereits 4 Jahre später erreichen die summenden Geschwader Französisch-Guayana. Unaufhaltsam dringen die Schwärme vor. Allmählich werden die Imker in den Vereinigten Staaten nervös. Die US-Amerikaner befürchten, dass auch ihre Stöcke von aggressiven Völkern heimgesucht werden könnten. Die Wanderimker im Süden der USA sehen sich als erste betroffen. Sie ziehen mit ihren Bienenvölkern kreuz und quer durch das Land. Dabei leisten die fliegenden Haustiere einen wichtigen Beitrag, vor allem zum Obstbau. Auf großen LKWs stehen Stöcke mit rund 4 Millionen Bienen. Wenn sie ausschwärmen, um Nektar zu sammeln, erfüllen sie nebenbei noch eine ganz andere Aufgabe. Sie bestäuben die Blüten. Wenn aggressive Bienen in den weiten Anbaugebieten bekämpft werden müssten, wäre das ein Schlag. Ein Mitarbeiter des zuständigen Imkers macht einen Kontrollgang auf dem Gelände. In dem Glauben, die Absperrvorrichtungen seien vergessen worden, nimmt er die Gitter ab. Ein Flugloch nach dem anderen wird frei. Und kurze Zeit später fliegen 26 afrikanische Bienenschwärme in Richtung Dschungel davon. Zunächst begreift niemand die Tragweite des Geschehens. Die folgenden Jahre vergehen ohne bekannt gewordene Zwischenfälle. Die afrikanischen Bienen finden sich in ihrer neuen Heimat gut zurecht. Tropisches Klima wie zu Hause, üppige Vegetation und kaum natürliche Feinde. Einfach ideal, um sich ungestört vermehren zu können. Roy Kerr tritt indes mit seiner Arbeit auf der Stelle. Sein Freund, der amerikanische Entomologe Charles Michener, erinnert sich, wie Kerr reagiert, als ihm die Folgen seines Experimentes klar werden. Professor Kerr was
Professor Kerr war sehr bestürzt, nachdem die Bienen sich nicht so mit anderen Arten vermischt hatten, wie er gehofft hatte. Er wusste, dass die afrikanischen Bienen zum Problem werden könnten. 1965 geraten die Bienen erstmals in die Schlagzeilen. In einem Geschäftsviertel von Rio de Janeiro greifen sie an, als sie von einem Ahnungslosen in ihrem Nest gestört werden. Mehr als 60 Menschen werden gestochen. Auch aus anderen Landesteilen werden Bienenangriffe gemeldet. José Ferro aus Recife ist das erste Opfer, das an den Stichen eines ganzen Schwarmes stirbt. Ich fühlte mich furchtbar. Besonders die Zeit zwischen 1967 und 1970 war schrecklich. Er sagte, dass er daran gedacht habe, sich wegen der entsetzlichen Auswirkungen umzubringen. Die Bienen töteten Menschen und Tiere und breiteten sich über Brasilien aus. Es war schlimm. Die afrikanischen Bienen kreuzen sich inzwischen auch mit Zuchtbienen. Besonders gefährlich für brasilianische Imker wie Manuel Tavares. 1966 begannen sich die Völker in meinen Stöcken zu verändern. Auf normale Handhabungen reagieren. Wir müssen beachten, dass die Drohnen in den Wind hineinfliegen. Die Position der Königin muss so sein, dass sich die Drohnen nähern und sich mit ihr in der Eure paaren können. Am Nachmittag spannt Chip Taylor das Seil, an dem das Röhrchen mit der Bienenkönigin hängt. Nur zu dieser Tageszeit versammeln sich die Männchen zur Paarung. Die Kopulation ist unter natürlichen Bedingungen kaum zu beobachten. Sie findet ungefähr 5 Meter über dem Boden statt, bei einer Fluggeschwindigkeit von 16 Kilometern pro Stunde. Der Paarungsvorgang der europäischen Honigbiene wird erstmals 1976 in Deutschland gefilmt. Eine Drohnenwolke umschwirrt die angebundene Königin. Im Augenblick der Begattung ist am Boden ein klappendes Geräusch zu hören. Das Paarungsorgan des Männchens bleibt in der Königin zurück. Die Drohne selbst fällt zu Boden und stirbt. Während des Experimentes wird eine Königin von 6 bis 12 Drohnen begattet. Die Spermien bleiben im Samenbehälter des Weibchens jahrelang befruchtungsfähig. Das versetzt die Königin in die Lage, ununterbrochen Eier legen zu können, ohne sich nochmals paaren zu müssen. Tatsächlich wird auch die afrikanisierte Königin von mehreren Bewerbern umschwärmt. All right, we got a drone that did it. You hear the snap? They snap when they copulate. He just reverted right into that female. Chip Taylor hat das schnappende Geräusch gehört. Es deutet auf eine erfolgreiche Begattung hin. Die Drohne sitzt in der Röhre fest. Daher kann der Forscher exakt ermitteln, welcher Herkunft der Bräutigam ist. Man kann auch die Geschlechtsorgane erkennen, die fast vollständig entleert sind. Chip Taylor gelingt der Nachweis, dass die afrikanisierte Königin auch mit europäischen Drohnen kopuliert. Doch warum behält die afrikanisierte Form ihr aggressives Verhalten bei? 1986 erreichen die Killerbienen Südmexiko. Im schmalsten Landesteil sollen sich massenweise auszusetzende europäische Bienen mit den Zuwanderern mischen. Doch die Bewilligung der Gelder dauert in Mexiko und den USA 2 Jahre. Die Tuscht verlässt sie den Stock nicht. Wenn jedoch in speziellen Waben junge Königinnen herangewachsen sind, schwärmt die alte Regentin mit einem Teil der Arbeiterinnen aus, um einen neuen Staat zu gründen. Um das Entweichen der afrikanischen Bienenherrscherinnen zu verhindern,
sind die Stockeingänge mit Gittern versehen. Die Zwischenräume lassen die Arbeiterinnen hindurch, verwehren jedoch der wesentlich größeren Königin die Passage. 9 Monate lang geht alles gut. Während die fleißigen Honigsammlerinnen ihrem Ruf alle Ehre machen, versucht Warwick Kerr, afrikanische und europäische Bienen zu kreuzen. Doch an einem Nachmittag im Oktober 1957 nimmt die Katastrophe ihren Lauf. Ein Mitarbeiter des zuständigen Imkers macht einen Kontrollgang auf dem Gelände. In dem Glauben, die Absperrvorrichtungen seien vergessen worden, nimmt er die Gitter ab. Ein Flugloch nach dem anderen wird frei. Und kurze Zeit später fliegen 26 afrikanische Bienenschwärme in Richtung Dschungel davon. Zunächst begreift niemand die Tragweite des Geschehens. Die folgenden Jahre vergehen ohne bekannt gewordene Zwischenfälle. Die afrikanischen Bienen finden sich in ihrer neuen Heimat gut zurecht. Tropisches Klima wie zu Hause, üppige Vegetation und kaum natürliche Feinde. Einfach ideal, um sich ungestört vermehren zu können. Warwick Kerr tritt indes mit seiner Arbeit auf der Stelle. Sein Freund, der amerikanische Entomologe Charles Michener, erinnert sich, wie Kerr reagiert, als ihm die Folgen seines Experimentes klar werden. Professor Kerr war sehr bestürzt, nachdem die Bienen sich nicht so mit anderen Arten vermischt hatten, wie er gehofft hatte. Er wusste, dass die afrikanischen Bienen zum Problem werden könnten. 1965 geraten die Bienen erstmals in die Schlagzeilen. In einem Geschäftsviertel von Rio de Janeiro greifen sie an, als sie von einem Ahnungslosen in ihrem Nest gestört werden. Mehr als 60 Menschen werden gestochen. Prozent der Züchter geben die Bienenhaltung auf. Die meisten müssen Beschwerden erboster Nachbarn über unzumutbare Gefährdungen und Stichverletzungen nachgeben. Mit alarmierender Geschwindigkeit breiten sich die afrikanisierten Bienen von Sao Paulo in nördlicher Richtung aus. 1971 überqueren sie den Amazonas. Bereits 4 Jahre später erreichen die summenden Geschwader Französisch-Guayana. Unaufhaltsam dringen die Schwärme vor. Allmählich werden die Imker in den Vereinigten Staaten nervös. Die US-Amerikaner befürchten, dass auch ihre Stöcke von aggressiven Völkern heimgesucht werden könnten. Die Wanderimker im Süden der USA sehen sich als erste betroffen. Sie ziehen mit ihren Bienenvölkern kreuz und quer durch das Land. Dabei leisten die fliegenden Haustiere einen wichtigen Beitrag, vor allem zum Obstbau. Auf großen LKWs stehen Stöcke mit rund 4 Millionen Bienen. Wenn sie ausschwärmen, um Nektar zu sammeln, erfüllen sie nebenbei noch eine ganz andere Aufgabe. Sie bestäuben die Blüten. Wenn aggressive Bienen in den weiten Anbaugebieten bekämpft werden müssten, wäre das ein Schlag für die gesamte Landwirtschaft. Ein Drittel der in den USA angebauten Nahrungsmittel ist von der Bestäubung durch Bienen abhängig. Angesichts der drohenden Gefahr fordern Landwirte und Imker die Regierung auf, Maßnahmen zu ergreifen. Daraufhin nehmen US-Wissenschaftler 1975 die afrikanisierten Honigbienen erstmals genauer unter die Lupe. Wenn halbe Völker in den Bäumen hängen, sind sie auf der Suche nach einer neuen Heimat. Von schwärmenden Bienen geht nur geringe Gefahr aus, denn sie haben kein Nest zu verteidigen. Die Forscher nutzen die günstigen Augenblicke, um einige Völker einzufangen. F-
Freie Schwärme verraten, dass in ihren alten Nestern neue Königinnen vor dem Schlupf stehen. 2 bis 4 Wochen vor dem Ausschwärmen bekommen Larven in den sogenannten Königinnen- oder Weiselzellen einen speziellen Saft zugeführt, das Gelée Royale. Nur durch das spezielle Futter können sich Königinnen entwickeln. Eine von ihnen wird den verbliebenen Reststaat übernehmen und die königlichen Schwestern töten. In Arizona untersucht. Nur wenige Wissenschaftler wagen sich in die Nähe der stechwütigen Forschungsobjekte, aus gutem Grund, wie der kleine Stoffhund demonstriert. Blitzschnell greifen die Herausgeforderten an. Sie besitzen ein gutes Sehvermögen und können Vibrationen wahrnehmen. Die Attacken reißen nicht ab, solange sich der Störenfried bewegt. Die Bienen greifen bevorzugt dunkle Stellen an, wie Augen, Ohren oder Mund. Jeder helle Punkt stammt von einem Stich. Reste ausgerissener Stechapparate. Ihr gut entwickelter Geruchssinn steigert die Angriffslust der Killerbienen zusätzlich. Grund genug für Justin Schmidt, geeignete Vorkehrungen zu treffen. Er ist Experte für Duftstoffe, die einen Bienenangriff auslösen. Honeybees respond very strongly to odor. So what we're doing here is breath is the main odor. And to show how that works, we can breathe. Honigbienen reagieren stark auf Düfte. Wir können das mit dem Atem demonstrieren. Ich atme durch ein Mundstück, wie es Taucher benutzen, ein und durch einen langen Schlauch, den ich hinter mir herziehe, aus. Ich nehme jetzt den Schlauch in den Mund und gehe dort hinüber. Die Bienen können mich zwar sehen, aber sie können meinen Atem nicht riechen. Hermetisch eingepackt in einen doppellagigen Schutzanzug nähert sich Justin Schmidt dem Brutkasten der gefährlichen Giftspritzen. Solange der Forscher durch den Schlauch atmet, verhalten sich die Bienen ruhig. Entfernt er ihn, reagieren sie sofort. Sie sprechen auf das Kohlendioxid im Atem an. Wie man sieht, reagieren sie hauptsächlich auf den Atem. Andere Bewegungen erreichen nicht annähernd den gleichen Effekt. Angestachelt durch das Pheromon, das jede Biene bei jedem Stich freisetzt, gehen immer mehr Arbeiterinnen zum Angriff über. Die afrikanisierte Unterart gibt eine höhere Dosis des Dufthormons ab als die anderen Formen. Eine Ursache für die Stechorgien.